Hallihallo, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Ich wollte noch mal reingehen, aber haben wir, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Das Korallbarsten-Gebäude. Kann man bestimmt irgendwo unter Sammlung bestimmt irgendwo sehen. Ich meine, hier hinten war noch ein Boss. Ich meine, da hinten, da war man mich noch nicht. Ich meine, da war noch was. Wir haben zwar einen Boss hier schon gemacht, ich meine, sind aber mindestens zwei Bosse. Ich meine, da hinten mal noch eine Questreihe, glaube ich sogar. Müssen wir nochmal kurz hinlaufen. Aber die eine Questreihe haben wir fertig mit den vermissten Seeleuten. Das haben wir ja gemacht, Mannschaftsmitglieder. Aber das Gewölbe selber ist noch nicht fertig. Dann gehen wir einmal mal hier schnell durch. So. Isabel, hör auf zu labern, komm mit. Ja, ich werde wahrscheinlich angegriffen, aber egal. Ja. Wildfleischpastete. Und die Himmelsscherbe haben wir ja. Einen Boss haben wir ja auch gemacht. Aber Gewölbe selber ist noch nicht abgeschlossen. Ich meine nicht, aber er hätte jetzt gerade gucken können. Ne? Egal, ich meine aber hinten mal noch was. Fällt mir gerade wieder so ein. Ach, der Boss wieder. Moorbeet, ja, komm, machen wir ihn platt. Ja, ein bisschen viele Gegner, aber es geht doch, es geht. Mittlerweile sind wir schon so stark, dass es schon nicht so sehr das Problem ist. Natürlich ein bisschen aufpassen, klar, muss man immer. Logisch, ne? Ja, hier war nix. Ich wollte ganz hinten in die Ecke rein. Ich meine, da war noch was gewesen. Hä? Wo ist er? Ach, da ist er. Hallo. Nee, hier war nichts, okay. Mal kurz auf der Karte gleich gucken, ob wir es schon abgeschlossen haben. Hat mir jetzt nichts angezeigt. Nee, sind nur wir. Ah doch, ist fertig. Weiß. Oh, hätte man sparen können, aber egal. Haben wir noch ein paar Punkte mitgenommen. War hier nicht noch irgendwo noch eine Questreihe? Ich meine. Mir war es zumindest so, aber okay, wenn nichts ist, dann ist halt nichts mehr, ne? Oder müssen später nochmal hier rein, kann natürlich auch sein. Mit einer ganz anderen Questreihe nochmal hier rein müssen. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, ich war ja nochmal dann drin. Kommt mir zumindest so vor. Ah, egal. Gehen wir erstmal wieder raus. Raus. Den Boss haben wir ja, die Himmelsscherbe haben wir ja. Also zumindest meine ich nicht angezeigt, dass sie abgeschlossen haben. Habe ich zumindest nichts von gesehen, aber egal. So, müsste er wieder jetzt gleich hier. Ne, schon zu weit. Also erstmal abseits des Weges gegangen. Ein bisschen hier oben lang, genau. Da ist er ja, der Weg. Da geht's raus, kann man ein bisschen schlecht sehen. Deswegen immer wieder auch auf die Karte schauen, wo man genau ist, wo will man hin, dass man sich nicht verläuft, vor allem in Gewölben. Ne? Das hat man ja auch sehr oft, haben wir ja bei Necrom gehabt, im Stream. Da waren teilweise die Gewölbe jetzt mal, ne, schon teilweise sehr verzwickt, weil die auch schon bei mehreren Etagen auch gingen. Da muss man genau gucken, genau überlegen, wo muss ich lang, wo kann ich lang.
Ja, aber es geht, es geht, es ging. Ach, wir haben es ja geschafft, ne? Komm, ich helfe dir noch. Achso, ist Elisabeth. Ja, trotzdem, ja, helfen, 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 so. Zack, zack, zack. Ja, genau. Gleich kommt wieder die Abzweigung. Müssen wir nach rechts, nicht nach links. Wie in der letzten Folge. Nein. Diesen Fehler begehen wir nicht nochmal, hoffe ich. So, das ist die Abzweigung. Nicht links, sondern rechts. Haben wir das auch fertig? Wie gesagt, die Zeitrisse. Auf Somerset, die machen wir dann, oder Sommers End, wie ihr wollt. Machen wir dann, wenn wir Somerset erstmal durch haben. Dann kommen wir nämlich überall direkt sofort hin. Sind halt noch einige Questreihen, die wir noch hier machen müssen. Die will ich also alle komplett fertig haben. Ne? So, was war da? Mal gucken. Ja, kommen wir jetzt dahin, genau, machen wir das jetzt. Was ist das? Weißplanke. Nee, ist, PvP. Das mache ich ja nicht. Ach, hier Wolfsauge, können wir mitnehmen. Ach, müssen wir ein bisschen außen rumlaufen, genau. Ist ein bisschen höher gelegen hier. Das Kastell, glaube ich, ist das. Oder der Turm. Müssen wir hier außen den Weg hochlaufen. Hallo, Springbock. Ja, Bergblume, alles mitnehmen. Ab und zu mal kann man das natürlich mitnehmen, ne? Sonst können wir natürlich auch jeden Tag haben wir ja unser Helferchen, die uns auch soll sowas auch liefern, natürlich immer unbestimmte Sachen, was man kann nicht genau sagen, was man haben möchte. Bringen einfach irgendwas, manchmal auch diese goldenen Sachen zum Veredeln, übrigens auch manchmal, wie Troikwachs zum Beispiel. Kann auch sein. So, einmal hoch. Heilsspornfeste? Wie heißt das nochmal? Satanfeste. Hinein. Ein Doppeltor. Nee, Schatzjäger ist ja ganz woanders. Schatzjäger war doch in der Alikre-Wüste. Werden wir auch später machen. Wir gehen so, wie gesagt, alle Gebiete nochmal ab. Machen wir auch dieses, weil das ist schon ein bisschen sehr schwer. Mittlerweile können wir es wahrscheinlich verhältnismäßig gut schaffen. Ja, aber es ist trotzdem noch ein bisschen schwer. So ein, man kann sagen, offenes Gewölbe. Ihr müsst echt. Den Trick habe ich in Korol gelernt. Das habe ich damals mit meinem Hüter gemacht, wie sie hier, mit vollem Bogen. Das war nicht ganz so einfach. Dann strecke ich es nieder. Zwei Lichter. Es sollte keine. Nun gut, wie dem auch sei. Ich folge dem hier, folgt jenem Licht und schaut, wohin es euch führt. Dann trefft mich im Refektorium. Los, los! War doch falsch gezeigt, egal. Weiter, weiter, weiter. Licht führe uns heim. Hier rein, hier rein. Die Kaserne. So, wo lang? Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ein Kandelaber. Ist ein Kerzenständer. So.
mit der Fußabdrücke. Ausgetrocknete Leiche. Die liegt schon ein paar Tage hier rum. Und ein Büchlein. Der unersättliche. Man kann natürlich auch dann auch erst hier rein, wenn man die Quest führt. Ne? Sonst kann man so nicht da rein. Ach, leider stehlen. So. Mal kurz ein bisschen alles ablaufen hier, wenn wir schon mal hier sind. Durch nichts klauen. Gucken, ob hier was rumliegt, was man mitnehmen könnte. Ne, scheinbar nicht. Dann können wir wieder hier abbauen. Da runter. Noch einen runter. So, ist hier noch was Schönes? Leere Truhe. Inhalt stehlen? Nein. Meistens so eine Schrott drin. Meistens ein bisschen Gold oder sowas. Nichts Wichtiges. Wie gesagt, ne, meistens. Bum, 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 bum. Nee, das war's ja noch. Kommen wir wieder raus. Okay, nichts zum Lesen gefunden. Kein Buch, kein Zettel oder sowas. Na, schade, egal. So, jetzt hier rein. Refektorium. Lass mich los, verdammt. Ihr versteht das nicht. Ah, die Komplizin. Willkommen. Ja, versteckt Raum, ja, so den die drauf finden. Kundet den Keller. Die müssen wir wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, wie immer. Aber natürlich auch komplett fertig erst, ne? Ich würde sowas gerne in einer Folge drin haben. Das ist weg und fertig. Habt alles zusammen, nicht eher so geteilt, denn halt ne, zwei, drei Parts finde ich immer ein bisschen blöd. Wird die Folge wieder ein bisschen länger werden wahrscheinlich, aber egal. Seid bereit. Noch mehr Außenseitermagie? Wagemutig, Siluria. Hab ein bisschen Vertrauen, Hü. Sie spürt etwas auf. Eine Sackgasse. Wie peinlich. Der Schlund. Kommt ihr auch dann erst sehen, wenn man die Quest hat. Logisch, ne? Das Ding kann nicht weit sein. Ausschwärmen? Warum? Ich dachte, ihr glaubt mir nicht. Geht ihr die Halle runter. Ich werde sehen, was ich dort vorn finde. So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Hier lang. Natürlich aus Gams, klar. So was sind immer auch Scums. Feuerwanst, okay. Der will rennen, sag ich doch. Komm, rennen. Wenn man nämlich einen rausgelaufen ist, dann wollen die ihn komischerweise nicht mehr anrennen. Hab ich auch schon sehr oft gesehen. Ah, ein Zettel. Beweist euch. Mehlsack, sehr gut. Salzreis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ach, wir haben Beobachter. Höher. Okay, gehen wir wieder höher. Ach, Frau, wie komme ich da wieder hin? Weiß es gar nicht. So, hier geht es ja leider nicht weiter. Ist ja drüben, ne? Ach, tiefer, jetzt haben wir, ist er tiefer? Mein Gott.
Ja, auf in den Kampf. So, Irisil. Nun, ich denke. Offenbaren Lindarf, machen wir hier alles hier fertig. Ach, Isabel. Hast du wieder jemanden zum Spielen gefunden? Jetzt komm mit da. Auf zum Versteck. Da ist sie. 133.800. Okay. Da ist sie doch. Ja, er fällt schnell um. Wie man schon sieht, gibt gut Schaden. Das war's schon. Silurie, ihr rettet mich. Ich. Schaut nicht so überrascht. Kommt, lasst uns verschwinden. Genau. Hauen wir ab aus diesem ungastlichen Haus. Die Beschwörerin, sie entkommt. Lin, könnt ihr dieses Portal offen halten? Ich geh schon mal durch. Wo wollt ihr hin? Es reißt sich los. Verdammt. Das war so eine dumme. Ja. Okay, ich gehe voran, wie immer. So. Lalalala. Ist noch ein kleines Stückchen, ist noch, dann haben wir es aber auch fertig. Ah, die Irrlichter, die nerven einfach nur. Der kleine Ding, wie die Eisgeister, kann man auch immer so schlecht treffen. Greife, die können richtig übel werden. Die machen gut Schaden. Muss man aufpassen. Wir halten, wir sehen einiges aus. So, müssen wir runter. Genau, hier war noch was. Aber von dir ging die Magie aus, die ich gespürt habe. Diesem alten Meer. Ach, hier warte mal. Oh, was glaube ich jetzt da, ne? Ne, weil doch da zuerst. Ach, wir fehlen über Kreuz jeweils. Ne, und dann doch erst hier. Natürlich der letzte wieder. Hä? Ah, das ist ein Hinweis suchen. Hab ich doch gerade gemacht, das Buch, Mann. Oh. Ich meine aber, der war zuerst. Genau. Jetzt den hier vorne. Dann glaube ich der, ne, oder? Ja, genau, und dann der. Ach, ich kann es noch. Ich kann es noch. Also manche Dinge vergisst man nicht, ne? Nicht so schnell zumindest. Ich lasse euch nicht meinen Grund. Ich verfüttere eure Leiche an den Unersättlichen. Aber ihr seht, ne, mittlerweile immer sowas von stark, ne? Also diese normalen Bosse, die eigentlich jetzt ein bisschen schwieriger sind. Kein Thema, kein großes Thema. Ich auch nicht. Ich muss meinen Mund auch ab und zu mal schließen. So, Silurie. Danke, dass ihr die. Anscheinend wurde. Wie wird sich jetzt da die unmittelbar. Jetzt rein. Beinschienen. Taugen die Bugs? Was? Weiß ich gar nicht.
Ordinatoren haben wir noch. Zwei Gegenstände, maximale Ausdauer, okay. Auch schwer, nee, schwer sowieso nicht. Nee. So, ja. Tarami war da noch, genau, war da noch. Ein bisschen weiter. Nee, ist schon in der Questreihe, genau, die haben wir erstmal jetzt hier fertig soweit. Mit denen hier, soweit durch. Dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Und dann geht's weiter auf Somerset. Bis dahin, schön mit euch.